Perspektive? Ich bin nicht nur in der NATO, ich bin auch in der evangelischen Kirche und deswegen glücklich. Also, wir müssen uns beschäftigen heutzutage mit den Bedrohungen des 21. Jahrhunderts. 21st Century Threat. Und darauf müssen wir unsere Streitkräfte ausrichten, wir, die NATO. Und da haben wir natürlich in Afghanistan eine Bedrohung, das ist ein Gewehr-Taliban. Das ist nicht so gefährlich und ein bisschen Mine. Da braucht man andere Fähigkeiten, um Herr zu werden. Und dementsprechend rüsten wir die Streitkräfte aus und wir unterstützen sie, wir assistieren. Das kriegen wir ganz gut hin. Also da schaffen wir es, to maintain the peace, wenn das alles gut läuft mit der neuen Regierung, auf einem niedrigen Niveau. Im Osten bin ich zuständig, to maintain the peace. Die Ministerin hat von Prävention gesprochen, to prevent war. Das ist meine einzige Aufgabe, meinen ganzen Tag. Mache ich seit März 2014, durchgehend. Und da stehen wir mit Streitkräften und im Baltikum stehe ich mit 4 Panzern. Bin ich aber glücklich, das sind amerikanische Panzer. Und das ist jetzt kein Scherz. Die baltischen Staaten sind wunderbare Völker, ganz sympathische und motivierte Menschen. Die wollen, und die meine Generation und die etwas Jüngeren, die haben mit ihrem Jachtgewehr für die Freiheit 1989 gekämpft. Das geben die nie wieder her. Wie die Ostdeutschen, so die Balten, so die Polen, Lech Walesa als Stichwort. Und sie vertrauen auf Deutschland, dass wir ihnen Schutz, dass wir zur Seite stehen. Sie lieben Deutschland, weil wir stark sind, weil wir in der Regel pünktlich sind und weil wir alle BMW fahren. Das andere Auto nenne ich jetzt mal nicht. Und die sind ja alle auch gut und das wollen die auch alle haben, das sollen sie auch alle haben und natürlich Freiheit, Menschenrechte und so weiter. Und sie vergleichen, viele haben in Deutschland studiert, diejenigen, die ich kenne, und ich gehe zu Universitäten, zu allem Möglichen, und die sagen, wir wollen eigentlich den Zustand haben wie in Berlin, im geteilten Berlin. Wir wollen geschützt werden, deswegen sind wir mit Assurance Measures da durchgehend, und die Bundeswehr ist sehr stark dabei, übrigens in Afghanistan ja auch, über das wir hier reden wir ja später noch. Also, das ist gut, sie brauchen also das Gefühl, geschützt zu werden, und das andere, sagt man dann ja zusammen, soll auch so sichtbar sein, dass wir einen Angriff abwehren können, der zum Glück nicht stattfindet, weil Deterrence not broken ist. Es ist alles okay. Aber das Gefühl, überrannt zu werden, haben Sie, wenn Sie in Tartu an der Universität sind. Das ist direkt an der Grenze zu Russland. Sie brauchen für die 200 Kilometer knapp ans Wasser 2 Stunden mit dem Auto, mit dem Hubschrauber eine halbe Stunde, mit dem Jet eine Viertelstunde, da sind Sie schon durch. Und diese Beklemmung heraus sagt, wir geben uns Schutz und die Kompanien, die wären ja stolz, wenn die G36 hätten. Die haben noch G3, wie ich vor 40 Jahren mit meiner Kompanie. Und mit diesen Reifelkompanien können sie natürlich Russland nicht lange aufhalten. Insofern brauchen die das, was wir Heavy Metal nennen. Ich brauche dort eine, sagen wir es in Größenordnung, eine Panzerdivision. Und wenn die Ministerin von Ausrüstungshilfe gesprochen hat, kann ich das nur begrüßen. Die Haubitzenlieferung nach Litauen ist genau richtig. Es gibt ja 2 Möglichkeiten nach der Mathematik. Entweder wir helfen, körperlich, mit Kompanien und Bataillonen, oder wir rüsten die aus. Und die Hilfe der Solidarität kommt hinzu. Das müssen wir wahrscheinlich beides machen. Also 21st Century Threat heißt im Litauen und im Baltikum insgesamt, auch in Polen, aber wegen der räumlichen Enge dort besonders, gewappnet zu sein gegen Panzer, gegen Fallschirmjäger, gegen Flugzeuge und Hubschrauber. Alles das ist dort in den Ländern nicht vorhanden. Nicht ein einziger Hubschrauber, wie gesagt, die 4 Leihpanzer und sonst nichts. Da ist Deutschland steht gut da, aber wir müssen wahrscheinlich dort gegen diesen Threat ausgerüstet sein. Und da will ich der Bundeswehr nicht zu viel Ratschläge geben, aber eins ist doch deutlich, es beginnt an mit Indication and Warnings. Nur wenn ich was sehe und höre, kann ich überhaupt nur was tun. Also wir brauchen Hightech, sagen wir Satellitenaufklärung oder sonst was. Wir brauchen auch highly sophisticated equipment und das habe ich in der NATO verfügbar, durch Amerikaner und andere Kräfte. Das Hightech Equipment kommt nicht immer mit der Bundeswehrkompanie dabei und von daher müsste man sicherlich darüber nachdenken, wie man das Ganze systemischer macht und vom Einzelschützen wegdenkt. Aber das weiß der Generalinspekteur und die Ministerin wahrscheinlich selbst. Also ich brauche diese Kräfte, sagen wir es mal so. Ich brauche sie da. Die Erwartungen der Balten und der Polen an Deutschland sind riesengroß. Und die Sorge vor Russland ist ebenfalls riesengroß. In NATO-Terms heißt das Major Concerns.
und ist ja von allen richtig beschrieben worden. Wir haben grundlegende Lageänderung. 2010, strategisches Konzept, war Putin unser Freund und Assad war ein Diktator, aber Syrien was not bleeding. Und da muss man gegen angehen. Also ich habe in Afghanistan eine andere Kräftekonfiguration, to maintain the peace, to prevent the war im Norden, erfordert schwere Kräfte und Hightech immer dabei. Und dann brauchen wir auch, das machen wir ja nicht gern drüber reden, aber ich bin ja nun mal der Operateur, ich bin dafür zuständig. Und wir brauchen Präzisionswaffen und über alles hinweg sage ich immer, you can search forces, you can search capabilities, but you cannot search trust. Wir müssen aufpassen, dass wir verlässlich sind und bleiben. Vertrauen ist key, sonst ist auch die NATO weg. Und als letzten Satz zur NATO, wenn ich das in diesem Zusammenhang darf, muss man in der NATO natürlich drüber nachdenken, und das machen wir auch. NATO muss wahrscheinlich global gehen, langfristig, auf Europa begrenzt, reicht nicht, um Amerika inzuhalten. Und das ist, glaube ich, die Absicht der NATO, to keep the Americans in, the Russians out. Und dann sehen wir weiter. Vielen Dank, ich setze hier als höchster operativer Befehlshaber nur politische Entschlüsse um. Ich mache ja jetzt bei AIDS und mache das taktisch. Ich möchte Sie einfach mal mitnehmen. Ich mache das wie Dr. Kamm, ich behaupte mal was. Wenn ich das wüsste, das wäre ja fürchterlich, dann darf ich es ja gar nicht sagen. Also ich behaupte mal was. Und kleine Mathematik. Um im Rahmen der Assurance Measures und einen Collective Defense vorzubereiten für meinen Verantwortungsbereich, der geht von Ungarn bis Island und darüber hinaus, brauche ich die NRF, das sind 30.000 Mann, sofort. Die haben wir zwei bis fünf Tage, dann 30 Tage, dann 45 Tage. Nehmen wir mal an, die wäre gut gefüllt. Nehmen wir es mal an. Dann habe ich die. Die VJTF ist nicht gut gefüllt. Nicht? Die war schnell da, aber die muss ja auch was können. Also Deployment ist für mich wurscht. Damit geht es ja los. Employment, ich rede von Employment. Da muss ja hinterher arbeiten, wie beim Fallschirmspringen. Wenn du rausspringst, ist es einfach. Danach geht es erst los. Also, und da kommt Qualität denn, nicht? Und da muss ja Qualität haben und keine platten Reifen. Also, mathematisch 10 Divisionen. 5 sofort, da können wir jetzt drüber reden, was sofort ist, within a few days. Also ich behaupte das mal. Und die anderen dann eben 30, 45, das sind so die Abriegelungen, wie wir sie haben, 30 Tage, 45 und so weiter. Das ist recht schnell. Und wenn ich von einer Division spreche und ich sage, ich bin Operateur, ich bin verantwortlich für den Schutz von Millionen von Menschen und Infrastruktur. Millionen von Menschen und Infrastruktur. Gegen ein 21st Century Threat im Nordosten. Ich rede noch nicht über meinen Afghanistan-Auftrag, den mache ich ja fast mit links. 21st Century Threat. Das sind Hightech-Flugzeuge, die fliegen nicht gut Kurven, da stürzt ab und zu mal einer ab, aber sie sind viele. Es sind Panzer und es sind Schiffe. Und da kann sie natürlich mit dem Rifle-Company, die bestens motiviert und stramm geführt ist, nicht lange halten. Also, jetzt gucke ich in die NATO, 28, sind wir großzügig zu Island und geben denen eine Freikarte. Dann bleiben 27, jetzt gucken Sie sich die mal an. Wer kann denn meine Behauptung erfüllen? 10, 5 gleich, 5 morgen. Und eine Division ist immer ein System, komplett, also auch mit FLA. Deutschland hat ja zurzeit keine FLA. Als Beispiel, ich komme ja gar nicht an der K-Town vorbei, wegen der FLA-Bedrohung. Also, von den geforderten 10, die ich behaupte, wo sollen die denn herkommen, wenn nicht von Deutschland und den Großen? Und ich rede noch als NATO-Offizier, ich mische mich ja nicht in nationale Dinge ein. So, aber jetzt gucken Sie mal östlich der Elbe. Östlich der Elbe sind wunderbare Menschen, das ist immer klar. Große Völker, eine Nation macht nie einen Fehler, es sind immer nur Individuen, die scheitern. So, und das wollte ich ungern. Östlich der Elbe finden Sie östliches Material. Man kann dem Putin unterstellen, was man will, aber dass der so bescheuert ist, uns auch noch die Ersatzteile zu geben, damit wir in den Osten fliegen, das glaube ich nicht. Also Sie brauchen eine Ausrüstungsinitiative, damit Sie mal westliches Zeugs überhaupt mal haben. Und da muss das alles vernetzt sein. Cyber ist ja vollkommen richtig. Und was wir da cybern, habe ich ja mit meinen Amerikanern in meiner Kapazität als NATO-Offizier. Und das ist ja auch immer ganz gut, dass ich mal in Ihr Handy reinhöre, nicht? Was Sie so sagen. Aber als NATO-Offizier. So, Hightech brauchen Sie. Und wer hat es? Wer hat es? Und da gucke ich den Abgeordneten Ott an und da gucke ich Deutschland an. Und ich vermute, mit meinem Partner und alliierten Blick gucken wir alle nach Berlin und sagen, ja, wenn nicht ihr ein bis zwei, also die eine schnell, ist ja klar, within a few days, und die, aber komplett, also mit und so. Und
Und die andere kommt denn danach? Ich vermute, das kann nur Deutschland sein, wenn die Behauptung richtig ist mit den 10. Das werden wir ja bald wissen. Okay. Responsibility to protect, Dr. Wittmann, er hat uns nicht gut getan. Sie bräuchten eigentlich ein UN-Mandat, das wissen Sie ja alles, um das auszulösen. Responsibility to protect war eine clevere Westidee, haben die Russen kopiert und genau das mit dem Argument in der Krim und Ukraine gemacht. Responsibility to protect. Und mit dem Wort Responsibility to protect, da brauchen Sie in Tallinn nicht über den Marktplatz zu gehen. 400.000 Russen, 1,2 Millionen Esten, 400.000 EU-Russen. Das ist ja genau das Hybride, was die befürchten. Die sagen, jetzt geht der rein und sagt, die 400.000 werden schlecht behandelt. Die muss ich protecten. Also Responsibility Protect ist das Gefährlichste, was wir machen können. Weil genau mit dem Ansatz er die baltischen Staaten nimmt in der hybriden Vorstellung. In Latvia sind mehr als drei, in Estonia sind 27,4% EU-Russen. 27,4%. Macht die nervös. In Latvia haben wir über 30%. In den ersten Ortschaften Independent Bürgermeister. Responsibility to protect. Dann fliegt mir der Lager um die Ohren. Meine vier Panzer, wo soll ich die denn hinstellen? Also das wird eng. Das würde ich nicht propagieren. In Afghanistan zu der Dame. Bei all dem, was Sie vorgesagt haben, will ich es nicht kritisieren, aber in Afghanistan haben wir die Chance, bei Geduld und Ausdauer, von der auch gesprochen wurde, finanzieller Unterstützung und weiterhin viel Liebe und Stehvermögen, to win the peace. Ich gebe Ihnen zu, es ist nicht ideal, wir are sitting on the fence. Gemeinsam mit dem demokratisch gewählten Professor Ghani haben wir eine Chance, das hinzukriegen, gemeinsam. Wenn wir abhauen in Afghanistan, bricht uns das zusammen. Würde ich vorwarnen. Danke. Ganz. Ich mache es ungern, Dr. Keim, aber für mich hat sich die Lage grundlegend geändert. 2010 war Putin mein Freund, hätte ich Selfie gemacht, hätte er gejubelt. Heute stehe ich mit vier Panzern zur Verteidigung von Millionen von Leuten. Mit einem 21st Century Threat, der auch Deutschland bedroht. Wenn ich das nicht unterfüttern kann, mit mindestens zu den vier Panzern nochmal ein Funkgerät, werde ich das nicht lange durchhalten. Und das ist für mich eine grundlegende Lageänderung. Seit der Ukraine. Ich bin ja beauftragt, das zu machen. Ich mache das mit großer Leidenschaft, mit Passion, mit allem, was ich habe. Aber wenn das keine grundlegende Lageänderung ist, dann würde ich wissen, was eine Änderung ist. Zweitens muss ich meine NRF-Truppen, die 36.000, hochmobil, jetzt durch Spanien, Portugal und sonst was, haben Sie ja gelesen, größte Übung, ist auch alles richtig, machen. Da trainiere ich den Südbedrohung. Das sind zwei völlig andere Sets, die auf die Soldaten zukommen, mit völlig anderer Ausrüstung. Und da muss ich sie auch noch transportieren. Und ich kriege sie gar nicht hin. Mit welchem Flugzeug denn? Die VJTF, nur damit sie wegen Mathematik, Sie haben ja alle einen kleinen Mathe-Schein, die VJTF zu transportieren, brauche ich 450 C-17. Und da rede ich noch nicht von Durchhaltefähigkeit. Was sie am zweiten Tag trinken, weiß ich noch nicht. 450. Dr. Kerber, bei Ihnen kaufe ich. Sagen, Putin ist außerordentlich deutschlandfreundlich. Es gibt Leute aus seinem Umfeld, die sagen, dass er zumindest noch bis vor etwa 2 Jahren mindestens einmal in der Woche mit einem deutschsprachigen Politikwissenschaftler oder einem Berater geredet hat in deutscher Sprache, um sein Deutsch auch verhandlungsfähig zu halten. Das ist das eine. Das zweite, viele wissen auch, dass er sehr systematisch deutsche Nachrichten sieht oder gesehen hat. Ob er es heute noch tut, weiß ich nicht. Putin hat ja Stoiber mit großen Ehren empfangen und verabschiedet, als er dann als Ministerpräsident hier in Bayern abgelöst wurde und hat eigentlich sehr stark zu dieser bayerischen Tradition gestanden. Putin war auch mehrfach hier und dazu muss man auch wissen, dass etwa ein Drittel aller wichtigen Investitionen und wichtigen Firmen, die im Großraum Moskau, der sehr wichtig ist wirtschaftlich, vertreten sind, dass sie aus Bayern stammen. Bayern ist ein außerordentlich wichtiger